Ja, hallihallo Leute und willkommen zurück. Ich stelle euch jetzt mal ein paar Entdecker-Kombos vor. Die ich am häufigsten, am meisten spiele. Wir haben hier einmal meinen Pistolenschützen, den Ranger Deadeye. Wenn wir uns den kurz anschauen, der ist spezialisiert auf Pistolen. Wir haben 18, also 18 kritische Trefferwertung von Pistolen. Dann haben wir hier 70% kritischer Schaden von Pistolen und 24% normaler Schaden von Pistolen. Das ist der Ranger Deadeye. Ihr seht, Entdecker, Ranger. Dann haben wir noch die Beetlejazz. Die Beetlejazz ist die hier. Wir sehen, die heißt Entdecker, Ranger. Entdecker, Ranger. Was bedeutet das? Das hier ist nun Event Hero. Die haben aber beide die exakt selben Skills und Stun, also dieselben Skills einfach. Die Sniper-Auslöscher des Gründers. Sagt mir nichts. Genau, die beiden sind identisch. Was solltet ihr in dem und also in dem zweiten und dritten Slot reintun? Ich bevorzuge, wenn ich mit den Ranger Deadeye unterwegs bin, oft die Headhunterin. Die habe ich gerade drin gehabt, wie ihr gesehen habt. Das wäre die hier. Das liegt daran, dass wir den Kopfschussschadenmultiplikator von Fernwaffen um 27% erhöhen. Das bedeutet, ich kann euch das sogar waffenmäßig zeigen. Normalerweise, wenn ihr hier Helden ändert, ändert sich das direkt in eurem Rucksack bei den Waffen. Wenn wir jetzt auf die Waffen gehen, du landest momentan einer meiner Lieblings-Nebelmonster-Maschinenkiller. Wir sehen, wir haben hier Kopfschussschaden, Kopfschussschaden, Schaden. Wir machen einen Kopfschussschaden von 187.149. Nur von mir aus, ohne dass ich jetzt auf 140 bin. Ja. Wenn wir jetzt hingehen. Also 187.000 merken wir uns jetzt kurz. Wenn wir jetzt die hier zur Headhunterin ändern, gehen wir nochmal auf meinen Rucksack, schauen uns die nochmal an. Jetzt haben wir einen Schaden von 191.000. Ich spiele das momentan so, weil ich ja gerne Nebelmonstern auch Headshot gebe. Das heißt, die sind meistens mit einem Hit down, manchmal auch zwei Hits. Ich bin momentan ein bisschen am Testen, ob der Kopfschussschaden besser wäre oder tatsächlich kritische Trefferwertung und kritischer Schaden, so wie ich das bei meiner Weißkopfwumme habe. Wo ist sie? Hier ist die Weißkopfwumme. Wir sehen, wir haben hier 51,5% kritische Trefferwertung, 280% kritischer Schaden, aber nur 111.000 Headshot Damage. Die andere Möglichkeit, die ihr noch benutzen könnt, es gibt hier drei Varianten, also einmal den Headhunter. Die Beetlejazz, die ich gezeigt hatte, ich muss sie gerade suchen, hier die, mit 24% erhöhter Schaden. Oder wir nehmen den Wegebner, das wäre hier die. Die macht dann nochmal den kritischen Schaden der Pistolen um 70% hoch. Im Grunde würde ich sagen, ist das von Mission zu Mission unterschiedlich. Je nachdem, ob ihr was für Element die Monster haben, beziehungsweise welche Zusatzbonis, manche haben explodierender Tod, manche heilen sich und so weiter. Kommt auf eure Spielweise an. Ihr habt wahrscheinlich auch nicht alle drei Kombos. Dementsprechend sage ich euch, es ist nur mit drei Kombos, sind die besten, die ich gerade gezeigt habe, möglich. Ich spiele selbst kritischer Schaden nicht sehr viel, muss ich gestehen. Also ich habe eigentlich die Headhunterin oder tatsächlich die Beetlejazz für normalen Schaden drin. In dem zweiten Slot haben wir den Raben drin. Wieso der Rabe? Ich spiele sehr viel mit der Revolte des Gründers. Diese Revolte des Gründers nietet einfach alles um bis zu einem Smasher. Sehr, sehr flott. Also selbst Strahltypen, Schweber, ist alles sehr flott down. Hinzu kommt, dass wir nach 10 Feinden, die wir mit der Waffe getötet haben, nochmal eine kleine AOE-Explosion bekommen. Das ist in der Kombination mit der Revolte das Beste, was ihr machen könnt. Denn ihr habt 10 kleine Minimonster innerhalb von 2 Sekunden locker getötet. Das werdet ihr auch in dem Video sehen, was ich nachher hochlade. Hier stelle ich nur mal die Kombos nochmal vor. Möglich ist es hier auch, den Carbide zu nehmen oder den Kommando Spitfire. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch habe. Der hier. Wenn ihr den Carbide nicht habt, ist nicht so schlimm. Der Kommando Spitfire sorgt auch dafür, dass euer Teddy 5 Sekunden lang länger steht. So. Das wäre meine Pistolen-Kombo. Jetzt kommen wir zu der Kombo, die ich momentan auch häufig spiele. Das wäre einmal die Fragment-Jazz.
Das ist ein Zurückgewinner. Ich setze die nur schon mal richtig hin, dann erkläre ich noch dazu, wieso ich das so mache. So, Fragment Chess. Wenn wir uns die angucken, das ist ein Zurückgewinner. Also dasselbe wie der Shamrock, den könnt ihr ganz normal aus der Sammlung holen, werde ich euch dann nachher noch zeigen. Die ist spezialisiert auf Teddy und Elektroschockturm. Die sorgt dafür, dass der Teddy länger steht. Für 60 Kills bekommt ihr ein Ladefragment, der Elektrosturm macht mehr Schaden, der Teddy schießt mit Energiegeschützen quasi, der Elektrosturmschaden wird nochmal erhöht, hier wird der Teddy-Schaden nochmal erhöht und hier nochmal der Elektroschock-Schaden. Dementsprechend ist das ein perfekter AOE-Hero für Maps, wo viele AOEs sind. Also, was heißt AOE? Wo viele kleine Monster kommen, ist das die perfekte Wahl. Also Sturmschildverteidigung oder gewisse andere Maps. Vierspieler-Maps ist die so oder so mit das Beste, weil da einfach viermal so viele Monster quasi kommen. Dementsprechend ist die sehr gut. In der nächsten Kombo hier haben wir Fähigkeitsschaden. Wieso haben wir das drin? Ganz einfach, das ist ein Shuriken Master. Der sorgt dafür, dass der Teddy mehr Schaden macht und der Elektrosturm mehr Schaden macht. Perfekt. Besser geht's nicht. Dann haben wir hier nochmal den Carbide drin für 5 Sekunden Teddy erhöhen. So spiele ich die Jazz. Es gibt auch noch einen anderen Hero. Ich bin gerade überfragt, welcher das nochmal war. Der sorgt dafür, dass euer Elektroschock Tower, den ihr habt, um 2 Sekunden länger steht. Ich finde es aber jetzt gerade nicht. Habe ich aber auch irgendwo. Aber spiele ich nicht, weil ich bevorzuge 5 Sekunden Teddy mehr wie 2 Sekunden Schock Tower. Die dritte Kombo, die ich ab und zu spiele, wäre die Kombo mit dem Vollstrecker hier. Da würde ich das entweder genau so lassen. Der Vollstrecker ist spezialisiert nur auf seinem Teddy. Er ist sehr flott, er hat also quasi Phasensprung, damit könnt ihr hin und her porten, hier Phasenwechsel. Erhöht die Dauer von Teddy um 5 Sekunden. Die Reichweite von Teddy wird erhöht, also der hat eine krasse Range, fast wie ein Sniper. Getroffene Feinde sind verlangsamt und Angriffsgeschwindigkeit runter, erhöht die Schussrate und erhöht den Schaden von Teddy. Also alles in allem, also Schaden und die Dauer. Das heißt, mit dem Typen habt ihr schon mal 10 Sekunden länger einen Teddy. Wenn wir den Carbide hier drin haben, haben wir quasi 15 Sekunden den Teddy da stehen. Möglich ist es aber auch noch, dass ihr hier dann dementsprechend den Zurückgewinner reinsetzt. Dann boostet ihr seinen Teddy noch, weil dann macht der Teddy auch noch Energieschaden. Diese Kombos gibt's. Es gibt auch noch mehr, aber das sind die momentan häufig gespieltesten Kombos. Was ich noch am Testen bin, ist hier den hier reinzupacken. Aus dem einfachen Grund, der hat auch Elektrosturm und auch Teddy. Das Problem ist aber, dass der nicht seinen Elektroschockturm und seinen Teddy krass boostet, sondern der ist noch nebenbei auf seine Pistolen. Also wir sehen, nach einem Phasenwechsel macht die Pistole 50% mehr Damage. Teddy ist ganz normal, erhöht die kritische Trefferwertung von Pistolen nochmal und erhöht die Kapazität. Also ich habe dann quasi kein 6er Magazin, sondern ein 8er und so weiter. 24% halt. Erhöht die Schussrate und hier nochmal ein bisschen Damage. Also der könnte genauso gut sein wie die Zurückgewinner. Das muss ich noch testen. Dementsprechend muss ich den erst noch ein bisschen leveln, damit die vergleichbar mit den 130er wären. Denn ist klar, wenn ich den 82er jetzt mache, der kommt nicht an die 130er von sich aus ran, weil der einfach durch sein Level hier weniger Heldenfähigkeitsschaden hat. Dementsprechend ist das so. Das sind die drei Entdecker-Kombos, Damage-Entdecker-Kombos, die momentan gespielt werden und auch sehr stark sind. Die Videos darüber folgen demnächst. Ich bedanke mich, auf Wiedersehen, bye bye.